Fasse folgenden Term so weit wie möglich zusammen. 3x plus, Klammer auf, 5x² minus 2x, Klammer zu, minus, Klammer auf, 6x² plus 10x, Klammer zu. Beim Termen zusammenfassen müssen wir auf die Rechenregeln Acht geben, und zwar in folgender Reihenfolge. Erstens, Klammern auflösen. Zweitens, Potenzen berechnen oder vereinfachen. Drittens, die Punktrechnungen durchführen, das wäre also mal oder geteilt. Und viertens, Strichrechnungen durchführen, plus oder minus. Wir schauen uns also unseren Term an und gehen diese Schritte nacheinander durch. Schritt 1, Klammern auflösen. Und wir sehen sofort, unser Term hat sogar zwei Klammern. Und bevor wir weiter zusammenfassen dürfen, lösen wir erstmal die Klammern auf. Je nach Term gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, die Klammern aufzulösen. Also wir müssen uns die Klammern genau anschauen. Dafür hilft uns aber auch wieder die Liste hier rechts, damit wir wissen, wie diese Klammer aufzulösen ist. Nämlich steht bei der Klammer irgendwo eine Potenz, das heißt eine Hochzahl. Bei der ersten Klammer steht keine Hochzahl, bei der zweiten ebenfalls nicht. Okay, steht bei der Klammer irgendwo ein Multiplikationszeichen? Nee, hier steht nirgends eins, hier auch nicht. Und bei der zweiten Klammer ebenfalls nicht. Steht links von der Klammer ein Plus oder ein Minus? Bei der ersten Klammer sehen wir, es steht ein Plus davor, bei der zweiten Klammer steht ein Minus davor. Es handelt sich also hier um eine Plusklammer und eine Minusklammer. Die werden wie folgt aufgelöst. Alles, was jetzt nichts mit diesen Klammern zu tun hat, schreiben wir einfach ab. Also am Anfang steht dieses 3x, das beachten wir weiter mal gar nicht, das schreiben wir einfach nur hin. So, Plusklammer wird so aufgelöst, dass wir das Plus und die Klammern einfach weglassen. Dann steht hier plus 5x² minus 2x. So, jetzt kommt die Minusklammer. Bei der Minusklammer müssen wir ein bisschen aufpassen. Da heißt es nämlich, Minusklammern werden aufgelöst, indem man das Minus und die Klammer weglässt. Allerdings alle Vorzeichen der Summanden in der Klammer umdreht. Also hier haben wir stehen plus 6x², die werden zu minus 6x². Und wir haben stehen plus 10x, die werden zu minus 10x. So, jetzt haben wir die Klammer aufgelöst. Jetzt gehen wir weiter in unserer Liste. Gibt es Potenzen zum Auflösen oder Vereinfachen, also Hochzahlen? Die einzigsten Potenzen, die stehen über den Variablen, da können wir nichts weiter auflösen. Klammer haben wir erledigt, Potenzen können wir nichts berechnen. Nächster Schritt ist die Punktrechnung. Gibt es irgendwo ein Multiplikationszeichen oder ein Divisionszeichen? Nö, haben wir nirgendwo vorhanden, also auch abgehakt. Und der letzte Punkt ist noch die Strichrechnung, das heißt Plus oder Minus. Bei Addieren und Subtrahieren von Termen mit Variablen müssen wir allerdings aufpassen noch auf eine wichtige Sache noch. Und zwar dürfen nur gleichartige Terme addiert oder subtrahiert werden. Gleichartige Terme heißt, die Variablen des Terms müssen gleich sein oder identisch. Und was eben ganz wichtig ist, dass man weiß, zum Beispiel die Variable x ist nicht identisch mit der Variable x², also nicht gleich, weil hier steht der x hoch 2 und hier steht nur x. Also die beiden können gar nicht gleich sein. Wenn man das ausführlich schreiben würde, sieht man es, glaube ich, etwas besser. X² oder x hoch 2 ist ja nichts anderes als x mal x. Und hier haben wir nur ein x, hier haben wir 2x, die Variablen sind also verschieden. So, gehen wir an unseren großen Term und schauen uns mal an, welche oder wo sind die gleichen Variablen zu finden. Wir fangen mal an mit 3x. Markieren wir am besten farbig, dann können wir es gleich sehen. So, der nächste Term hat ein x² als Variable, ist also nicht gleich. Dann folgt ein Term minus 2x. Aha, die Variable ist gleich, also darf ich die beiden zusammenrechnen. Hier habe ich wieder ein minus 6x², nicht identisch. Und zum Schluss haben wir nochmal ein mit minus 10x, den dürfen wir wieder zusammenrechnen. So, schauen wir uns noch die beiden übrig gebliebenen an. Plus 5x²
Und bei minus 6x² haben wir beides mal die gleiche Variable x². Diese beiden dürfen wir also auch zusammenrechnen. Der letzte Schritt ist also, wir zählen die Zahlfaktoren der farbig markierten Terme zusammen, also die mit den gleichen Variablen, und belassen die Variable gleich. 3 minus 2 minus 10 sind minus 9x und plus 5x² minus 6x² sind minus 1x². Man kann es jetzt noch nach der Größe der Potenzen sortieren. Dann heißt es minus 1x² minus 9x. So, schauen wir nochmal nach. Hier haben wir die Variable x², hier haben wir die Variable x. Die beiden sind verschieden, also dürfen diese beiden Terme nicht mehr zusammenzählen. Damit ist dieser Term hier vollständig vereinfacht oder zusammengefasst.